Hallo, fantastisches Duo Susanna Mittermeier hier aus dem Schloss in Italien nach einem absolut, da ist der Jürgen übrigens, hallo. Nach einem absolut fantastischen, unglaublichen, feuerwerksmäßigen, pragmatischen Praktikerkurs. Pragmatische Psychologie, pragmatische Praktikerkurs. Einfach wow. Wir hatten, es war dieses Mal ein internationaler Kurs, auf Englisch mit deutscher Übersetzung, Spanisch, Französisch, ich weiß nicht, ganz viele verschiedene Länder mit Menschen aus verschiedenen Kontinenten, und es war so ein Freudenfest an Möglichkeiten. Einfach wow. Und nach solchen Kursen ist das, da geht immer so ein Raum auf, und dann habe ich immer so Lust, Hallo zu euch zu sagen, und vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren und ein bisschen zu was anderem einladen, als was hier geboten wird, ne? Also was uns hier so beworben wird an, was alles nicht möglich ist. Und es war einfach, ich meine, ich muss sagen, ehrlich, ich liebe diese Arbeit, einfach diese Freude, diese lachenden und strahlenden Gesichter und Augen nach solchen Kursen zu sehen, wie die Leute einfach dankbar sind und sagen, hey, es gibt eine Zukunft, ich kann sie kreieren. Und so eines der Dinge, die mir jetzt so nach dem Kurs gekommen ist an Gewahrsein, ist, wie viele Ansichten so viele Menschen haben, dass es keine Zukunft gibt oder dass die Zukunft auf jeden Fall schlechter sein muss als die Vergangenheit und dass einem die Zukunft genommen werden kann und dass man die Zukunft, entweder jemand kann sie dir nehmen, oder die Ansicht, dass die Zukunft etwas ist, das dir jemand anderer geben muss. Also diese ganzen Ansichten, also wenn du mal schaust in deiner Welt, was hast du entschlossen über die Zukunft? Also welche Ansichten hast du über die Zukunft, die du dir vielleicht noch gar nicht bewusst gemacht hast? Weil viele Ansichten hat man, und viele davon weiß man gar nicht, dass man sie hat, weil man gar nicht sich präsent gemacht hat damit, weil man es einfach so, das ist halt so, abkauft, aber sich gar nicht mal fragt, ist es wirklich so? Oder was habe ich denn für Ansichten über die Zukunft? So, spür mal kurz rein in deine Welt jetzt gleich, während ich rede. So, was hast denn du eigentlich für Ansichten über die Zukunft? Okay, spür mal nach. Vielleicht kommen dir ein paar Worte. Vielleicht ist es einfach nur eine Energie, die dir hochkommt. Okay? Und jetzt schau mal nach, ob das jetzt, oder schau nach, man kann nicht nachschauen, spür nach, ist das jetzt leicht oder schwer? Okay? Cool. So, das, was schwer ist, wem gehört das? Wie viele Ansichten über die Zukunft ahmst du biomimetisch nach und sind überhaupt nicht deine? So, alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys, im Jahr. So, wie viele Ansichten hast du über die Zukunft? Oder welche Ansichten hast du über die Zukunft, die du einfach so hinnimmst und gar nicht in Frage stellst? Und wie gesagt, manche Ansichten weiß man, dass man sie hat, weil man einfach sie in Worte fassen kann. Und viele Ansichten weiß man nicht, dass man sie hat, weil sie einfach irgendwo energetisch herumschwirren in der eigenen Welt, und man hat sie irgendwann mal abgekauft oder einfach nachgeahmt von wem anderen, und man stellt keine Fragen. Und vor allem, wenn man nicht wirklich präsent ist mit sich selber und einfach so auscheckt und durch die Welt schwirrt, merkt man gar nicht, was man abgekauft hat. Wenn man sich aber dann wieder präsent mit sich selber präsent wird, dann merkt man, oh, da ist was da. So, da schreibt Lisa, schreibt Angst, schwer. Und wem gehört es, dem Kollektiv? Genau, also anderen. Und sich einmal zu schauen, okay, was habe ich für Ansichten über die Zukunft? Angst, schwer, was noch? Okay, und jetzt seid mal präsent mit dem und frag dich noch einmal, wem gehört das? Wer bin ich da? Wer bin ich, wenn ich diese Ansichten über die Zukunft habe? Und alles, was das ist, mal Gottzillionen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So, und jetzt die nächste Frage ist, wenn du jetzt vollkommen du selbst sein würdest, was würdest du wahrnehmen über die Zukunft? Was weißt du, was möglich ist? Und das ist gerade echt wichtig, sich selber zu fragen,
wenn ich ich selbst bin, was weiß ich, was sehe ich an Möglichkeiten? Und wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Kurs jetzt hier im Schloss Pragmatischer Praktiker, der ein Teil von der pragmatischen Psychologie ist, bei dem Kurs einfach irrsinnig viel mit Menschen gesprochen, die irgendwie mit Business zu tun haben, Praktiker ganz einfach, ne? Also Menschen, die mit Menschen arbeiten, sei es mit ihren eigenen Kindern oder mit Schülern oder mit Klienten oder Patienten oder wie auch immer, jeder wie auch immer. Und da war halt auch irrsinnig diese Frage, ja, ich möchte jetzt gerne mehr in die Welt hinaus, ne? Ich möchte jetzt einfach mehr kreieren, ich habe so Lust drauf. Und dann kommt diese Schwere da, ja, aber gerade jetzt, wie soll das gehen? Ne? Und da einfach zu schauen, okay, wem gehört das? Und die Leute, die dann entdeckt haben, was weiß ich, was ist meine Realität mit dem Kreieren gerade jetzt? Und da ging ein Feuerwerk auf an Möglichkeiten, ein Raum, eine Leichtigkeit zu sehen, wow, dieses Entdecken, wie meine Ansicht kreiert meine Realität. Das ist so wie dieser Film Tomorrowland. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Version heißt. Tomorrowland oder Project T heißt der auf Disney Channel. Gibt sicher eine deutsche Version davon oder deutsche Untertitel. Und das ist auch so ein Film, der das auch sehr gut illustriert und zeigt, wie unsere Ansicht, meine Ansicht kreiert meine Realität. Wenn ich auf die Zukunft projiziere, es wird nur noch schwerer oder schlechter. Was nimmst du wahr, was siehst du und was siehst du nicht? Wenn du fragst, was kann gerade jetzt kreiert werden, was nimmst du dann wahr? Ja, was kann dann weitergehen? Und da waren einige Beispiele bei Leuten, die gesagt haben, mein Business bis jetzt war, keine Ahnung, Eventmanager, kann ich jetzt nicht machen im Moment, geht halt nicht. Und dann die Frage, okay, ich kann jetzt sagen, mir wurde etwas genommen, das wäre eine Ansicht, die ich auf meine Zukunft projiziere, oder ich kann fragen, aha, was ist gerade jetzt möglich? Und dann einfach zu sehen, wie die Leute auf neue Ideen kommen. Also gerade jetzt könnte ich da kreieren. Ne? Und manche Leute, da waren ein paar Beispiele, wo Leute gesagt haben, das habe ich gemacht. Und dann zu sehen, aus solchen sogenannten Krisenzeiten kommen immer neue Ideen. Ja? Und wirklich deine Ansicht kreiert deine Realität. So, was siehst du an Möglichkeiten? Was kaufst du alles ab an, mir kann die Zukunft genommen werden oder mir muss die Zukunft gegeben werden? Die Zukunft ist nichts, was dir genommen werden kann. Keiner kann dir die Zukunft nehmen und keiner kann dir eine Zukunft geben. Die Zukunft ist etwas, was du kreierst und den Luxus hast, deine Zukunft zu kreieren. Und es war so schön, einfach mit diesem Space zu spielen. Und vielleicht möchtest du dich ein bisschen in diesen Space auch einklinken jetzt. Egal, wo du bist und egal, was gerade dein Tag war und wie es dir gerade geht, vielleicht möchtest du ein bisschen so absorbieren, was da gerade die Einladung ist, auch hier mit diesem wunderschönen Schloss hier. Und man muss nicht in solchen Orten sein, um diese Energie wahrzunehmen. Ja? Spür dich einfach rein, lass es einfach in deine Welt hinein. Absorbier einfach die Energie davon und genieße es. Ja? Genieße es und lass es rein. Weil man muss nicht immer nur in Urlaub sein oder irgendwo hinreisen, um diesen Space zu haben, sondern wenn du so etwas spürst und wahrnimmst, lass es einfach in deine Welt hinein. Und wenn du etwas bewunderst oder wenn du jemanden bewunderst, was sagt das über dich? Wir können nur Dinge und Menschen bewundern und die Aspekte in anderen Menschen bewundern und anderen Dingen, die wir selbst sind. So, wie sehr hast du dich von dem abgeschnitten? Wie sehr hast du dich von diesem Space, dieser Großartigkeit abgeschnitten? So alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys, and beyond. So, was siehst du in anderen Menschen? Welche Aspekte bewunderst du in anderen Menschen? Welche Aspekte bewunderst du in zum Beispiel Dingen wie diesen hier? Und gib dir mal so ein paar Momente nur, wie sich das anspürt. Was ist die Energie von den Aspekten, die du in anderen Menschen bewunderst und in solchen Räumlichkeiten bewunderst?
Wie spürt sich das an? Was genau ist das? Und senk mal deine Barrieren. Noch mehr. So überall, wo du das selbst schon bist und noch nicht anerkannt hast. Willst du das bitte mal kurz Illusionen zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So, was bist du schon, dass du in anderen bewunderst? Und wie sehr könntest du das jetzt für dich einfach reinlassen und empfangen? Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Ah, herrlich. Anderer Space. So, nach solchen Kursen wie diesen hier jetzt, dem pragmatischen Praktiker, wo einfach so ein Feuerwerk an Raum aufgegangen ist und Möglichkeiten, teile ich immer gerne was, ein bisschen in Inspiration und sich daran zu erinnern, dass wir Wahl haben, sich daran zu erinnern, dass wir in jeden 10 Sekunden die Richtung ändern können, eine neue Wahl treffen können, um etwas anderes zu kreieren. Ja, und deine Ansicht kreiert deine Realität und nicht umgekehrt. Und oft unterschätzt man, wie kraftvoll man ist mit seinen Ansichten. Wie man sich da Begrenzungen schafft, wo man eigentlich Möglichkeiten kreieren könnte. So, wo überall, welche Ansichten hast du, mit denen du Begrenzungen schaffst, anstatt Möglichkeiten kreierst? Und alles, was das ist, mal kurz zu lionen, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Welche Ansichten hast du und welche Ansichten kreierst du, wo du Probleme kreierst, anstatt Möglichkeiten schaffst? Und alles, was das ist, mal kurz zu lionen, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So, wenn ihr den Film noch nicht kennt, schaut euch das an, Tomorrowland oder Project T, der hat verschiedene Namen. Und wie kraftvoll das ist, auch wenn mehrere von uns jetzt sagen, ich höre, was diese Realität sagt, ich weiß aber was anderes, wie kraftvoll wir sind, etwas anderes zu kreieren über diese Realität hinaus. Und wie wäre es, wenn du dich selbst nicht mehr unterschätzt? So überall, wo du dich unterschätzt und dich zum Effekt und zum Opfer dieser Realität machst. Alles, was das ist, mal kurz zu lionen, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So, ich hoffe, das ist irgendwo ein Beitrag für euch und auch so dieses, ich gehe jetzt absichtlich herum, damit ein bisschen so die Energie von dem Ganzen hier, von mir und von dem Facebook Live und auch vom Schloss so ein bisschen absorbieren könnt, in eure Welt reinlassen könnt. Wie gesagt, man muss nicht hier sein, um empfangen zu können. Weil was du siehst, das bist du. Das, was du in anderen bewunderst, das bist du schon selbst. Nur oft muss man sich daran erinnern und dieses Gewahrsein auch reinlassen und anerkennen. Und übrigens, wenn du selber mal einen Kurs im Schloss machen möchtest, ich mache im Februar den nächsten pragmatischen Praktikerkurs. So, wenn du mal live dabei sein möchtest im Schloss, 12. bis 15. Februar haben wir den nächsten pragmatischen Praktikerkurs auf Englisch und mit deutscher Übersetzung und so und andere Sprachen. So, du kannst auch online dabei sein, aber hier gibt es zumindest eine Möglichkeit, mal wieder sich zu treffen. Was sind die Möglichkeiten, dass das auch wirklich so, dass es easy ist? Und wie gesagt, welche Zukunft können wir kreieren, von die wir noch nie in Betracht gezogen haben? Und ich kann es nur einladen und jeder von euch weiß, vielleicht ein bisschen mehr sich daran erinnern, alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Wenn dir gar kein anderes Tool einfällt, dann zumindest alles im Leben kommt zu mir oder kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Ah ja, und der Jürgen hat gerade einen Link gepostet und zwar, es gibt doch einen Eintages-pragmatischer Praktikerkurs. Es gibt auch einen Eintages-pragmatischer Praktikerkurs. Und zwar, wenn du noch keinen Foundation hast oder auch wenn du Foundation hast, gibt es auch mal so einen Schnuppertag und nicht nur Schnuppern. Also ich bin nicht so ein Schnuppertyp, sondern bei mir geht es immer gleich voll rein.
Und das ist ein Tag, wo du mal schauen kannst, was ist die pragmatische Psychologie und was ist dieser pragmatische Praktiker und wie kann ich die Tools nutzen in meiner Arbeit als Praktiker mit meinen Kindern, mit meinen Klienten oder mit wem auch immer, natürlich auch mit sich selbst vor allem. Und das ist ein Tag, der ist am 13. Dezember auf jeden Fall online, wenn es möglich ist, auch live in Wien, je nachdem, was möglich ist, aber auf jeden Fall online, mal da reinzugehen, und der ist auf Deutsch. Ja. Alle anderen pragmatischen Praktikerkurse sind auf Englisch mit deutscher Übersetzung, aber der ist auf Deutsch. Und sonst gibt es auch noch einen pragmatischen Psychologiekurs, und zwar auch auf Deutsch, und zwar aber einen Spezialkurs über einfach Sex. Einfach Sex und natürlich auch Fragen über Beziehungen und so weiter. Einmal ein bisschen ein Spezialthema über was Besonderes, auch pragmatische Psychologie. Das ist aber, sind zwei Vormittage und ein Abend um den 17. Dezember rum, weiß jetzt auch nicht genau das Datum. Das ist jetzt noch auf dem Buffet von der pragmatischen Psychologie dieses Jahr auf Deutsch. Ja? Und natürlich auch Foundation-Kurse. Foundation-Kurs kommendes Wochenende und Foundation-Kurs zu Silvester. Freuen wir uns schon riesig. Jetzt habe ich einen Kommentar verpasst. Moment. Sonnige Grüße aus Andalusien. Möglichkeiten in Zeiten von Unmöglichkeiten. Und irgendwann passt der pragmatische Praktiker auch für mich als pragmatischer Coach. Sehr cool. Passt. Supi. So viele Möglichkeiten. Du weißt, was für dich funktioniert und du weißt, was deine Zukunft kreiert und was mehr Raum öffnet. Und vielleicht wollen ein paar von uns ein bisschen mehr noch die Augen aufmachen und wirklich präsent sein und wählen und nicht nur mitlaufen mit dem, was uns präsentiert wird, als was alles nicht möglich ist und wie furchtbar alles ist. Und noch einmal, die Zukunft ist nichts, was dir genommen werden kann. Die Zukunft ist nichts, was dir gegeben werden kann. So, worauf wartest du? Die Zukunft ist etwas, was du kreierst in jedem Moment. Wähle in 10 Sekunden Abschnitten. Was ist jetzt möglich in diesem Moment? Als was möchte ich mich jetzt kreieren? Also in diesem Sinne, Moment, machen wir noch mal kurz was gemeinsam. Irgendwas braucht hier noch. Vielleicht kannst du es laut sagen, ich weiß nicht, wo du gerade bist. Oder wenn nicht, dann sag es bitte leise in deinem Kopf. Machen wir bitte ein paar Mal gemeinsam, weil wir können jetzt einander nutzen. Okay, alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Sag es einfach mit, laut oder leise im Kopf. Und schau mal, was das mit dir macht. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Lass es rein, lass es rein, lass es rein. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Come on, einfach noch. Alles im Leben kommt zu uns mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Ah, vielleicht spürst du es. Und wie kann es noch besser werden? So, danke für dich, danke für dein Anderssein. Und freue mich auf dich, wo auch immer und wann auch immer. Und dickes Bussi aus dem Schloss. Adios. Tschüss.